Eine von den Sanitätern hat gerade gesagt, es ist eine Woche nach Aufnahmezustand und genau das ist es. Campusläufe gibt es in verschiedensten Teilen von Österreich, aber in Tirol läuft das Ganze noch ein bisschen anders ab. In Tirol ist es brutaler und heftiger. Es gibt das sogenannte Tischziehen hier und da gibt es jedes Jahr Dutzende Verletzte und die Gruppen wollten uns genau deswegen nicht filmen lassen. Wir haben aber jetzt eine Gruppe getroffen, die hat gesagt, wir dürfen sie begleiten, sie wollen uns das Tischziehen erklären, was das für ein Brauch ist und warum einmal im Jahr eine Woche lauter Tiroler Burschen aufeinander losgehen. In der Campuszeit werden jedes Jahr mehrere Dutzend Leute verletzt hier im Umkreis von Lienz und die kommen alle hauptsächlich ins Krankenhaus Lienz. Und wir würden jetzt gerne wissen, wie viele Leute werden jedes Jahr verletzt und was sind die Verletzungen? Verletzungen sind quer durch. Das fängt dann bei ganz gewöhnlichen Blessuren, Abschürfungen, Riskquetschwunden, aber auch dann Extremitätenverletzungen, Gelenksverletzungen bis hin zum Teil zu schweren Skelettverletzungen. Können Sie das irgendwie einschätzen? Jetzt, das ist ja diese eine Woche. Es ist ja Ende November fängt es schon an, oder? Mhm. Und dann Anfang Dezember. Wie viel mehr Verletzungen es gibt? Ist das bei uns zwischen 70 und 100 oder 120. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich zwischen 100 und 200 liegen. Wir treffen uns jetzt mit Daniel, das ist der Obmann von der Teufelgruppe und der nimmt uns mit ins Vereinshaus, wo wir die anderen kennenlernen werden. Wieso halt so unecht einfach. Hallo. Wenn man ins Campusfeld einschläft, du bist nicht mehr der, was davor warst. Du tust ein bisschen anders, du fährst ein bisschen anders auf. Du passt schon auf, dass kaum was passiert, also in dir selber und demjenigen, was dir gegenübersteht, zum Beispiel beim Tischziehen. Aber es ist halt, ja, eine Lebenseinstellung, würde ich sagen, ins Campus. Das ist, entweder du magst oder magst nicht und jeder, was es tut, das jeder richtig fanatisch. Also, die fieren das ganze Jahr auf das hin und da können wir es halt noch krachen lassen, so wie beim Tischziehen. Während das Laufen der Campusse heutzutage großteils zur Show geworden ist, wird in Osttirol noch ein anderer Brauch gelebt. Beim sogenannten Tischziehen treten zwei Gruppen gegeneinander an. Die unverkleideten Hausbewohner sitzen hinter einem großen Holztisch, während die Krampusse versuchen, sie vom Tisch zu ziehen und ihn umzukippen. Und das läuft ja alles fair ab. Also es tut jetzt keiner, was weiß ich, einen anderen mit der Faust reinhauen oder weiß ich nicht, mit der Larve eine drüber geben oder mit der Glocke. Das tut ja keiner zu Fleiß. Das kann im Affekt, wenn man jetzt reinbringt, passieren. Durch die Maske hat man sicherlich hier und da die andere Aufmerksamkeit auch. Man wird schon ein bisschen fanatisch. Ja. Macht euch Strategien aus im Vorfeld? Es muss Strategien geben. Wirklich? Weil die Leute hinter dem Tisch sind mindestens gleich stark wie mir. Eine von den Sanitätern hat gerade gesagt, es ist eine Woche nach Aufnahmezustand und genau das ist es. Es sind hunderte Leute da, es scheint, als wäre das ganze Dorf da, dabei ist Mittwochabend und es ist Eskalation, es ist einfach Eskalation. Sag nur, was gerade war. Du bist da zerkratzt. Ja, schön. Das war von gestern. Ja. Also. Ja, und hast du schon mal eine Platzwunde gehabt oder irgendwas? Also bei mir jetzt. Ich glaube, es ist 16 Jahre alt. Okay. War nie was Größeres jetzt. Okay, weil er hat, glaube ich, irgendwie ja, jetzt gerade war was. Ja, beim Ohr etwas. Also. Okay. Aber das gehört was. Das für euch dazu? Ist das dann? Ja, das ist ein bisschen gröber jetzt. Sollte nicht passieren. Okay. Aber okay. Im Großen und Ganzen. So ist eigentlich friedlich. Das heißt, du nähst dich jetzt wieder zusammen? Ja, das. Setzt du dich dann wieder hinter den Tisch? Oder? Nein, heute ist genug. Heute ist genug, danke.
Morgen bin ich hinter den Tisch privat. Dann läuft er auf. Umwechseln. Gibt es dann Rache morgen? Ja, morgen gibt es Rache. Aber ein Vorleger. Und es ist auch wurscht, du sitzt dann morgen neben okay. hinterm Tisch und weißt ja. ganz genau, dass er jetzt... Gestern war ich schon. Gestern war ich oben weiter. Aber gehört dazu. Ja. Nur laufen ist auch fein. Ja. Muss man dahinter hin, ja. Und das haben wir jetzt schon von mehreren bestätigt bekommen, dass sie nicht frei kriegen für solche Events, weil die Arbeitgeber das nicht eingehen wollen. Also die Arbeitgeber wollen teilweise nicht, dass die Leute mit Verletzungen heimkommen, weil die Leute halt dann ausfallen. Und hier nimmt man halt den Kauf, dass man verletzt wird, gell? Man nimmt hier den Kauf, dass man verletzt wird. Wir sind jetzt am Heimweg, die anderen sind noch trinken im Vereinslokal. Für die ist das einfach eine Woche, in der sie jemand anderer sein können, in der sie sich hinter einer Maske verstecken können, in der sie laut sein können, in der sie sich besaufen können, in der sie auch irgendwie Aggressionen ausleben können. Diese Aggressionen leben sie natürlich nur so weit aus, wie es auch für den anderen passt. Aber es ist trotzdem ein Machtkampf, irgendein gegenseitiges Beweisen und ein Übertrumpfen unter den Dörfern und eben auch unter den Campussen selbst im eigenen Verein.